Das Leben als Gamer ist schon teuer genug. Ständig müssen wir uns neue Spiele kaufen oder die Blockbuster-Titel, die kosten ja auch mal richtig Kohle. Aber dann gibt's auch noch Spiele, die wollen nur unser Bestes, unser Geld. Hier sind meine Top 3 der Spiele, wo wir am meisten Geld verbraten. Gleich eins vorneweg, natürlich gibt es bestimmt auch noch andere Games, wo man sehr viel Geld ausgeben kann, gerade in diesen ganzen Apps wie Clash Royale zum Beispiel. Ja, da gibt es ja auch Menschen, die geben Unmengen an Kohle für diese App aus, beziehungsweise für die Ingame-Käufe. Ich habe jetzt einfach mal meine 3 rausgesucht, wo ich auch mal Geld für ausgegeben habe und die stelle ich jetzt einfach mal vor. Bei mir auf Platz 3, bei vielen anderen wahrscheinlich auf Platz 1, ist das Spiel von Epic Games, Fortnite. Wie ihr wisst, ich spiele nicht so wahnsinnig viel Fortnite. Ich glaube, ich habe in Season 10 jetzt 2-3 Mal gespielt für ein paar Minütchen. Aber damals, wo es rauskam und ich glaube, es war zu Season 1 habe ich auch gespielt und dann auch zu Season 2, fand ich es relativ cool. Aber dieser Standard-Skin hat mich halt relativ schnell genervt. Dann gab es ja die coole Funktion von diesem Battle Pass. Ich habe ja den Battle Pass gekauft und ich fand diese Ingame-Käufe von Epic Games wirklich okay, weil man konnte sich keine Ingame-Vorteile dadurch erwerben, sondern einfach nur kosmetische Gegenstände. Einige Unternehmen haben das ja anders angedacht, wie zum Beispiel damals EA mit Star Wars Battlefront, mit diesen Lootlisten, wo man sich hätte Vorteile kaufen können. Glücklicherweise hat EA das dann vor Release noch rechtzeitig entfernt. Aber Epic Games macht das natürlich auch richtig cool. Ich meine, die Tänze, die Outfits, all das drumherum animiert einen dazu, Dinge zu kaufen. Und wenn man sich eigentlich mal überlegt, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, wo ich ja gar keine Vorteile mehr erkaufen kann, ist es erstaunlich, dass Epic Games im Jahr 2018 nach dem Tech-Portal TechCrunch war es, glaube ich, zufolge, einen Gewinn von 3 Milliarden US-Dollar eingefahren hat. Und der überwiegende Teil wird natürlich dort auf Fortnite abfallen. Aber nochmal, ich finde das von Fortnite wirklich okay, beziehungsweise von Epic Games. Ja, wenn man sich den Season Pass anguckt und. Ich habe auch mal eine Zeit lang Apex Legends gespielt und da gab es ja dann auch den Season 1 Pass und er war einfach nur... Ja, genau so. Und das hat mir halt wirklich gefallen, deswegen habe ich mir auch damals nicht gekauft. Habe ich den Battle Pass nicht sogar mal gekauft? Naja, ich weiß es nicht mehr. Ich würde es auf jeden Fall nicht tun, hätte ich es mal gemacht. Keine Ahnung. Wie auch bei Epic Games, es ist halt ein Hype-Spiel. Die meisten Leute werden sich wohl irgendwelche Skins kaufen, auch wenn ich es manchmal ein bisschen teuer finde. Ich glaube, es gibt sogar einige Skins, die dann umgerechnet 20 Euro kosten. Aber hey, es läuft. Bei mir auf Platz 3, Fortnite von Epic Games. Kommen wir zu meiner Platz 2 und vielleicht wird es den einen oder anderen etwas wundern, denn es handelt sich um das Spiel Lego Dimension. Ich liebe grundsätzlich alle Lego-Spiele. Ich bin halt immer noch ein kleines Lego-Kind, kann man sagen. Achtung, eine Durchsage. Der kleine Sascha wird aus dem Lego-Spielerland abgeholt. Oh, Menno. Ich liebe einfach die kleinen klickernden Bausteine, wenn man es zusammenbaut, alles kaputt schlägt. Und bei Lego Dimension fand ich super cool, dass halt verschiedene Spielewelten in eine Story verbunden werden und man unheimlich andere Charaktere mit hinzufügen konnte. Ja, das war ja sonst in den anderen Lego Stories, konnte man sich die Figuren freispielen, aber bei Lego Dimension musste man sie zusätzlich kaufen, denn man musste sie ja irgendwie auf dieses Portal stellen. Natürlich muss ich erst einmal sagen, dass man das auch hätte spielen können mit den 3 Standardfiguren, die bei Dimension dabei sind. Aber seien wir doch mal ehrlich, wenn es so viele coole Figuren und Fahrzeuge gibt, ja, dann möchte man die verdammt doch mal auch noch spielen. Und wenn man dazu dann noch 100% erreichen will, dann ist man eigentlich auch quasi dazu gezwungen, die Spielfiguren zu kaufen. Ja, aber mir war es egal. Ich habe gerne diese Figuren gekauft. Ich habe es mit meinem Sohn zusammen gezockt. Es ist okay. Ja, es ist nicht ganz billig gewesen und wahrscheinlich war es in Summe das teuerste Spiel, was ich insgesamt nachher gespielt habe. Aber mir hat es gefallen, wie mir das Geld aus den Taschen gezogen worden ist, weil das Spiel einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Deswegen bei mir auf Platz 2 Lego Dimension. Bei mir auf Platz 1 FIFA von EA und da der Modus FIFA Ultimate Team. Und ich möchte vorneweg sagen, dass ich wirklich kein Geld mehr für dieses Game aufgebe. Ja? Ja, ich hatte bei Kleinanzeigen inseriert. Genau, Frau mit ein paar Kindern. Nee, nicht 32.000 Euro. 32.000 FIFA Points. Aber tatsächlich in der Vergangenheit, insbesondere FIFA 17 und in FIFA 18, habe ich einiges Geld reingesteckt, um mir FIFA Points zu kaufen, um dann
eben in-game mir Packs zu ziehen und zu hoffen, dass man einen wertvollen Spieler zieht. Ehrlich gesagt zieht man in der Regel nur Schrott, denn auch mein Pike-Luck ist eine absolute Katastrophe. Aber man hofft ja immer wieder und wieder und somit zieht man immer wieder neue Packs. Ich meine, EA macht das ja auch nicht ganz dumm mit ihren ganzen Aktionen und. Ja, man wird quasi dazu verleitet, diese Packs zu kaufen, damit man sich einfach eine bessere Mannschaft zusammenstellt. In FIFA 18 war es dann auch so, dass ich mit dem Trading angefangen habe und am Ende von FIFA 18 eine viel coolere Mannschaft gehabt hatte, als noch damals zu FIFA 17, wo ich einiges an Geld reingesteckt habe. Ja, man muss sich also nur mit dem Content bzw. mit dem Trading auseinandersetzen und braucht somit auch kein Geld innerhalb des Spiels zu versenken. Das Problem ist nur, dass eigentlich die Casual Gamer oder jeder Gewöhnliche, auch wie ich, ja, gar keinen Bock auf Trading haben, sondern wir wollen einfach nur spielen und wir wollen das mit der besten Mannschaft machen und EA gibt sie uns. Ja, genau, wir müssen nur dafür bezahlen. Es wird sich auch seit Jahren schon darüber gestritten, ob es vielleicht sogar ein Pay-to-Win ist, denn immer wenn ich die bessere Mannschaft habe und ich bin auf dem gleichen Leistungsstand, dann gewinnt eigentlich auch der, der natürlich die bessere Mannschaft hat. Andersrum bringt es natürlich gar nichts, eine super Mannschaft zu haben und ich bin der absolute Noob, dann werde ich auch gegen jeden anderen verlieren. Aber das ist ja nicht nur bei FIFA so, sondern es gibt ja noch andere Games, wo das zum Tragen kommt. Ja? Dennoch will man ja immer die besten Spieler haben und somit investiert man einfach immer wieder Geld in dieses Spiel. Und das absolut Schlimme daran ist eigentlich, wenn der neue FIFA-Teil rauskommt, dann bringt mir es einen gar nichts mehr, was ich für eine Mannschaft auf dem jetzigen FIFA-Account habe, denn ich kann nichts transferieren. Ja, es bleibt einfach dann in FIFA 17, in FIFA 18, in FIFA 19 genauso und wenn ich jetzt mit FIFA 20 anfange, kann ich halt überhaupt nichts übernehmen. Also investiere ich ein Jahr in ein Spiel Geld und am Ende habe ich nichts davon. Sollte einer von euch da draußen auch überlegen, Packs zu ziehen, also Geld reinzustecken, würde ich mir lieber überlegen, sich mit dem Wort Trading auseinanderzusetzen. Und ich verspreche euch, wenn ihr das tut, werdet ihr eine deutlich bessere Mannschaft haben, als wenn ihr nur Geld versenkt. Natürlich, ihr könnt auch wahnsinnig viel Geld versenken, dann habt ihr wahrscheinlich sogar eine bessere Mannschaft, als wenn ihr tradet. Bei mir somit auf Platz 1 FIFA von EA. Und jetzt würde es mich mal von euch interessieren, in welches Spiel ihr schon mal richtig Geld versenkt habt oder ob ihr der Meinung seid, nein, wenn man sich einmal dieses Spiel kauft oder es gibt Free-to-Play-Titel, dann gebe ich dafür auch kein Geld mehr aus. Also schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Haut rein, bis dann.